Hardcore Radio. Hast du angesprochen, möchte gehen? Wir haben im letzten Dezember angeblich das letzte Konzert zusammen gespielt, oder? Ist das immer noch definitiv so? Ja, bis dato ist das letzte Konzert, oder? Also jetzt ist ja Smack & Fool kommend mit einem Album wieder. Cool. Das ist ja gerade heute das Video rausgekommen. Und der Chat ist aktiv. Also wir haben unseren WhatsApp-Chat, schreiben wir schon hin und her und möchten. Aber es ist definitiv, wir sind nicht wieder weg schon miteinander und haben etwas gemacht. Also ich würde es nicht ausschliessen, dass das noch mal kommt. Aber ich glaube, das Schwierige wird sein, ob alle Zeit findet und dann auch die Motivation, ob die Jungen ist bei allen. Okay. Aber da kann man eigentlich hoffen, dass da allenfalls noch etwas wird kommen. Weil eben am 23.12. das haben wir ja irgendwie auch so kommuniziert, dass das wirklich das letzte Konzert war im Kanzlei. Ja, genau. Und das ist momentan so, oder? Das ist ja. Vor allem, wir haben wie so, also das Ding ist so gewesen, oder? Wir haben gewusst, es wird der letzte Gig sicher von dem, von dieser Tour, von dem Album. Und wir haben dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, hey, ich weiss nicht, ob es das nochmal wird geben. Also weißt du, okay, wir haben wirklich einfach so vercheckt, wir werden alle älter, gewisse haben nicht mehr so Zeit, gewisse haben nicht mehr so Bock vielleicht auch. Und wir haben dann mal so rausgehauen, hey, es ist vielleicht das letzte. Dann also, haben eigentlich alle von Schnur, hey, das letzte Konzert. Ja. Wir haben nie offiziell gesagt, ja, das letzte Konzert. Aber gut, also, ganz ehrlich, nein, das finde ich sogar das finde ich recht wack, so, wenn man so zu sagen, das letzte Album. Abschiedstour. Hör doch auf, mach einfach. Und ich finde auch immer so, dass du dann nimmst dich uhren wichtig, wenn da jetzt kommt das letzte Album. Und, und nach kommt zwei Konzert Jahren wieder mit deinem Comeback und ja, so. Genau, ja, genau, das kannst du irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, noch zu eurem Album, wie läuft's? Immer noch zufrieden? Jetzt, wenn es schon ein halbes Jahr draußen, oder? Definitiv. Also ich glaube, wir haben die Alben immer rausgegeben, wenn wir am Punkt sind, wo wir denken, jetzt besser können wir es nicht mehr herkriegen. Sehr gerne. Für den Moment. Und darum zufrieden sind wir definitiv. Es gibt natürlich jetzt Sachen, vielleicht haben sich die Favoriten-Tracks ein bisschen verschoben und vielleicht wirst du gewisse Sachen jetzt heute auch schon wieder ein bisschen anders machen. Mhm. Aber das war bei jedem Album so gewesen, weißt du? Also ich meine, das ist auch normal. Also. Ja, jetzt, was ist der nächste Schritt? Also möchte gern eventuell, vielleicht Fratelli B zuerst? Zuerst glaube ich, zuerst machen wir jetzt das Album mal wirklich so fertig, also weißt, mit Konzerten und allem, was dazugehört. Und dann das Ganze abschliessen. Ja, genau. Und dann muss man schauen, so, es war jedes Mal so, bei jedem Album haben wir eigentlich am Schluss, also wo das Album dann kam, ist wirklich zuerst mal die Konzerte gespielt. Und dann hat es sich irgendwie natürlich ergeben, oder? Und so. Und jetzt ist, der Punkt ist irgendwie noch nicht da, also, dass wir wissen, das kommt als nächstes. Oder wir haben jetzt noch nicht so die Termine oder irgendwie den Druck in uns, und wir müssen unbedingt gerade wieder. Okay, aber hey, es ist alles möglich. Vielleicht gibt es auch nichts, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Was man wirklich sagen kann, sicher ist glaube ich, das allererste Mal, dass wir wirklich einfach nicht wissen, was passiert. Wir haben immer die letzten Jahre gewusst, das Fratelli ist jetzt da, weißt, und dann haben wir schon gewusst, das möchte ich eigentlich, kommt dann irgendwann schon, oder wir haben schon 6-7 Songs und so. Das ist wirklich das erste Mal, wo nichts geplant ist, nichts angefangen ist, wo wir jetzt einfach mal das ganze Glück auf uns aber so zukommen. Visionmäßig, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, sehe ich da einen Royal oder einen Frauenfeld-Auftritt, oder? Wenn ich in Zukunft schaue, sehe ich sowieso nur immer Solo-Alben von mir. Nein, mach sie einfach irgendwie nie. Es ist ein bisschen, du musst es so vorstellen, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger und je mehr du gemacht hast, wird es schwieriger, dich wieder, also wieder den Flash zu finden, oder? Weil du willst ja etwas Neues machen. Und jetzt nicht unbedingt, also ich meine jetzt nicht einen völlig neuen Stil oder etwas, was es schon gibt, sondern du willst ja wirklich irgendwie dich selber ein bisschen herausfordern. Und ich glaube, im Moment sind wir einfach ein bisschen am Suchen, in welche Richtung. Das ist so jetzt überhaupt nicht. Also, ich nicht meine, wir machen ein Trap-Album oder weiss ich nicht was. Oder, aber weißt, nicht so wie einfach den Flash finden. Ich glaube, das wird schwieriger, je länger du oder je mehr du gemacht hast. Aber die Ungewissheit, was kommen wird, kann ja eigentlich auch auf eine Art recht inspirierend wirken. Ja, logisch. Also weißt, wir diskutieren da viel, wir schicken uns Sachen hin und her. Hey, schau mal das, check mal das ab und so. Eben, jetzt ist es ein Findungsprozess. Ja. Also, okay.